hier ist Ronja und zusammen mit der Easy haben wir heute Guess the Famous Character heißt das Spiel, weil die Leute immer sagen, wie heißt das Spiel, wie heißt das Spiel, wie heißt das Spiel. Das ist die Hälfte der Kommentare immer gefühlt bei allem. Es steht aber überall, guck mal. Es steht überall. Jedenfalls müssen wir hier Charaktere erraten, wie ihr euch vielleicht schon hättet denken können. Und ich denke, wir sind da sehr gut drin. Ja, lass uns erstmal mit Easy anfangen. Lass uns den Cartoon-Charakter. Fangen mit Easy an. Oh, man kann die Bälle bewegen. Was? Man kann die Bälle bewegen. Muss man die da reinschubsen? Vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie man das... Das ist SpongeBob. Kenn ich irgendwo her, wer weiß. Schreibt es rein. Wo muss man das denn schreiben? In den Chat. Du musst in den Chat. In den Chat. Oh ja. SpongeBob schreiben und dann kommst du durch. Ah. Und das ist mein lieber Ronja Patrick Star. Und das ist Thaddäus. Ich find's schön, wie Cartoon-Charaktere einfach nur SpongeBob-Charaktere sind. Ich glaube, da fehlt dir ein S. Das S für... So, Squidward? Wieso denn nicht? Hey. Warte. Hä? Ich versuch's auch nochmal. Jetzt! Ronja, durch! Okay. Yes! Okay. Warte, die heißt Larry, oder? Die Schnecke? Gary! Oh, ja. Oh, jetzt sind's andere Cartoons. Reicht okay, Mickey? Oder muss ich Mickey Maus schreiben? Ich hab Mickey reicht. Ich hab Mickey Maus geschrieben. Mickey ist besser. Oh, ich hab Mickey auch falsch geschrieben, scheinbar. Wir sind jetzt im nächsten, scheinbar. Das ist Minnie Maus. Ich bin voll gut im Cartoons. Ich dachte, da kommen jetzt vielleicht irgendwelche Charaktere aus neuen Sendungen, die ich nicht kenne. Aber Gott sei Dank nicht. Nee, ich sehe auch schon die nächsten. Du Schummler, du. Minnie mit IE, oder? Ah, nee, Minnie mit Doppel-I? Doch, IE ist richtig. Ah, du kannst durch. Perfekt, okay. Warte, dann Goofy füge ich direkt hinten dran. Hast du schon? Hab ich schon. Okay. Wir rushen hier durch. Okay? Wir sind voll gut. Verflixt, wie heißt der Hase? Der heißt Bugs. Der heißt Bugs Bunny. Stimmt. Das weiß ich immerhin. Yes. Nein. Oh, warte, aber bei der Ente. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Nein, kannst du es nochmal eingeben? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich kann es nochmal eingeben. Bitte. Warte, meinst du Bugs reicht? Das finden wir jetzt heraus. Schreib mal. B-U-G-S. Ja. Yes, hat gereicht. Nice. Ich weiß das. Das ist nicht so schwierig. Weißt du, wie die heißt? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich kenne die, ich sehe die nächsten. Ah, die heißt Daffy Duck, glaube ich. Glaube ich, ja. Yes, gut. Tweety mochte ich immer als Liebstes. Das war mein Kinderlieblingscharakter. Ich fand den immer richtig süß, aber irgendwie, wenn ich ihn jetzt sehe, ist er gar nicht mehr so süß. Oh Gott, warte. Oh nein. Das dahinter ist Fred, oder? Feuerstein. Nee. Fred hat die schwarzen Haare. Wer könnte es denn sein? Ist es vielleicht Barney? Das kann sein, ja, dann lass uns das mal Barney probieren. Ein. Warte. Ist irgendwie. Yes! Ja, Barney ist richtig. Ja, ist okay, dann ist das nächste Fred. Das erkenne ich noch. Let's go. Oh, ja, das hast du schon. Schwein. Ja, habe ich. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das Schwein heißt. Ich habe absolut keine Ahnung. Weißt du, aus welchem Cartoon das ist? Nee. Dann wäre jetzt ein Problem. Ich habe das nie geguckt. Ich weiß nicht, welcher Cartoon du bist und ich weiß nicht, was du bist. Ich habe das schon mal gesehen, so ist es nicht, aber ich habe halt... Ich auch. Nee, eigentlich nicht. Es ist irgendein Schwein, keine Ahnung. Okay, wollen wir ein anderes versuchen? Okay, lass uns ein anderes versuchen. Müssen wir jetzt hier nochmal Kill eingeben? Zurück? Ach so, ja. Ich glaube, du kannst dich zurücksetzen, Charakter zurücksetzen. Okay, und das ist zack, gut. Tschüss! So viel zu den Dings-Cartoon-Charakteren. Das hat ja toll funktioniert. Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was Ronja und ich gerade nicht wussten, ja? Ja, bitte. Wie das Schwein das heißt. Das würde helfen. Vielleicht was schenken, mein kleines Mike. Wahrscheinlich, das hätten wir eingeben sollen. Wollen wir mal gucken, ob wir eine Ebene höher kriegen, weil vielleicht ist Easy einfach zu easy für uns. Stimmt und eigentlich. Wir sind eigentlich viel krasser und müssen hier die Pokémon erraten. Ja, definitiv. Aber auf Englisch, oh nein. Doch, ich habe das auf Englisch gespielt, ich kenne mich aus. Wirklich? Ja. Okay. Meine Version gab es nicht mit auf Deutsch. Pikachu normal. ja. Pikachu. So. Perfekt. Okay, zack. Let's go. Guck mal, der macht sogar mal das Shiggy. Ja. Aber der heißt ja anders auf Englisch. Warte, der heißt Squirtle. Shiggy geht nicht. Squirtle. Oha. Bam. Das ist Charmander. Ich bin gut in den englischen Pokémon, das kann ich dir sagen. Zack. Wir carryen hier unser blauhaarigen Kameraden. Bisasam. Okay, ich sag's dir auf Deutsch oder auf Englisch. Bulbasaur. Den schreibt man so. Oder, nee, ohne R. Bulbasaur.
Jetzt. Ja, nein, Bam. Das ist Raichu. Ja, ich glaube, Raichu ist ähnlich im Englischen, oder? Raichu? Raichu. Versuch's mal. Ich habe nämlich keinen. Ja, okay, sehr gut. Cool. Das ist Pichu. Auch auf Englisch? Pichu? Ja, cool. Ja. Smogon. Scheinbar. Oh Gott, Smogon, habe ich keine Ahnung, wie der auf Englisch heißt. Ich habe das mal gespielt auf Englisch auch. Okay. Warte. Isaac schreibt Gas, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Nee, das ist wahrscheinlich. Heißt der Dogars oder sowas? Oh Gott. Wie heißt denn der? Dahinter ist Gengar, das kann ich wieder, aber... Ist das... es gibt ja Smogon und Smog oder so ähnlich. Vielleicht ist das einfach die andere Version. Vielleicht von einfach dem? Nur Smog? Ah, nee, hatte er schon geschrieben. Smog, ne? Hat er schon... Nee, er hat nur Gas geschrieben. Ich kann's mit... Vielleicht geht ja die deutsche Version. Ich versuche mal Smogon. Heißt das andere Smogmog? Ist das richtig? Oder das klingt jetzt gerade alles so doof. Je öfter man es sagt, desto blöder klingt's. Auch nicht. Ich doch! Ja. Nice, easy! Koffing! Oh ja, das hätte man wissen können. Ja, das Gengar. Gengar. Zack! Und das ist... Evoli! Die schreibt man Eevee, glaube ich. Aber mit... E-E-V-E-E? Ist das richtig? Ja. Boah. Cool. Pommeluff. Das ist Jigglypuff. Jigglypuff, echt? Ja, guck. Sehr witzig. Pixie? Pixie müsste ähnlich sein. Pixie? Eigentlich schon, ne? Nee, Pixie ist nicht richtig. Nein, Pixie ist nicht richtig. Pixie ist nicht richtig. Och, aber nee. Das ist Pixie. Das ist Pixie. Aber, ja, Mist. Jetzt hängen wir wieder hier, ne? Vielleicht so? Oh, nein! Yeah! Doch. Warte mal, das ist mit Doppel-F, glaube ich. Echt? Okay. Ja. Nee. Aber der Name ist auf jeden Fall richtig. Wir müssen nur noch die Schreibweise irgendwie rauskriegen. Okay. Dann, oh, guck mal, Isaac hat sich weiter durchgekämpft. Weil ich weiß, dass die Vollentwicklung Clefairy heißt. Machen wir irgendwas falsch? Vielleicht ist es die Weiterentwicklung von Pixie oder sowas? Aber Pixie ist schon die Endentwicklung. Eigentlich schon, ne? Nee, das ist Pipi. Ist es nicht Pipi? Das ist doch noch nicht Pixie, das ist Pipi. Vielleicht. Nee, kannst vergessen. Kann's okay, vergessen. Das war's. Okay, ja, ganz toll. Pokémon sind wir auch nicht gut. Wieso hängen wir fest? Ach Mann. Ich bin aber froh, dass wir... Guck mal, wir wären unten auch nicht weitergekommen. Kirby hätte ich noch erkannt, aber ich habe keine Ahnung, wer der Pinguin danach ist oder wie der heißt. Pichu, siehst du irgendwas, was du könntest von den Sachen? Okay, ich weiß es nicht. Hast du hier... Flaggen vielleicht. Flaggen? Aber Flaggen sind die englischen Namen wahrscheinlich auch einfacher, oder? Stimmt. Obwohl, ja, könnte sein. Aber Flaggen können wir uns halt auch mies blamieren. Guess the country flag, können wir. Was ist mit guess the fruit? Also Obst. Klingt gut. Obst? Ich meine, Obst können wir erkennen, oder? Ja, vielleicht auf Deutsch, aber weißt du die englische Bezeichnung? Was ist denn zum Beispiel ein Apfel? Das krieg ich noch hin, was okay. Was ist eine Pomelo? Ist Pomelo nicht auch Pomelo? Was ist diese Karotte hier? Das ist eine Banane. Eine Karotte. Eine Karotta. Aber ist ja die Übersetzung für Karotte, okay. Ist ja Banane. Das Orange. Weiß ja jeder. Sehr gut. Orange. Gibst du ein oder sicher? Ich schreibe. Okay, du schreibst. Orange. Dann kommt bis ich Apple. Nicht mehr schreiben kann. Aple. Yes. Okay. Wir schaffen das. Oh Gott, ich habe nicht das P dazu geschrieben. Warte. Doppel-P. Aple. So. Jetzt. Atmo, genau. Dann kommt Pier. Dann kommt her. Als nächstes die Ananas. Jeder kennt sie. Ananas. Nicht Pineapple, nein, das ist die Ananas. Die Ananas. Das ist weiß das jeder. Ist das ein Pfirsich oder was soll das sein? Das ist ein Pfirsich. Okay, dann Peach. Außer es ist eine Nektarine. Ja. Ja, was heißt Nektarine auf Englisch? Ja, da wäre ich jetzt lost. Nö. Ich auch nicht. Das Peach ist. So, glaub, über uns ist Gassi Kardashians. Was? Oh, ehrlich? Ja, muss man auch gucken. Aber, hä, das ist doch kein Kardashian, wer ist denn das? Hä, doch, die eine das ist irgendein Dude, nicht. Nein, das, also das dahinter nein, ist Kylie Jenner. Nicht direkt über uns, dahinter noch. Dahinter, ja, dahinter ist die Dings. Aber, okay, Melone war nicht richtig, Watermelon scheinbar. Was hast du denn? Ich habe einfach Melon geschrieben, ich hatte gedacht, Watermelon. Das reicht. Das ist doch eine Watermelone. Yeah. Dann kommen Blueberries. Okay. Warte. Und dann kommen Strawberries und dann kommen Raspberries. Blueberries. Ich schreibe mal die Einzahl.
Okay. Okay. Scheint zu funktionieren. Strawberry. Zack. Und Raspberry, direkt durch. Bam! Oh! Yeah! Stark, stark. Cool. Dann machen wir hier noch die Grapes. Zack. Ich glaube Obst. Obst sind wir gut. Was ist das denn? Das sind Blackberries. Ah! Nee, ja. Blackberry ist ein Handy. Ich weiß, wie das aussieht. Das sieht nicht so aus. Gibt es die Dinger überhaupt noch? Blackberries? Ja? Die werden noch verkauft? Die waren früher richtig cool. Da wollte jeder so ein Ding haben und jetzt hört man gar nichts mehr davon. Ja. Aber, ja. Mittlerweile hat man auch normale Tastaturen auf den Handys und muss nicht mehr dreimal auf jede Taste drücken, um einen Buchstaben da rauszukämpfen. Coconut. Ich habe übrigens gerade Kokosnüsse bestellt, ne? Oh, ehrlich? Wo kann man die denn bestellen? Du kannst Kokosnüsse online, so Trink-Kokosnüsse online bestellen. Ehrlich? Ich habe 10 Stück bestellt, nur um festzustellen, dass sie mir nicht schmecken. Oh nein! Ja, jetzt habe ich 10 Kokosnüsse zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, ich kann dir ja eine mal langschicken, wenn du... Schick mal eine vor, schick mal eine rein. Hä? Kommen die dann in so einer Kiste an, oder wie? Ja, genau. Krass. In so einer riesigen Box. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil die sind ja auch, also... Sind mit Schale dann, oder? Musst du die dann richtig knacken? Ja, du musst sie richtig aufmachen. Sind das die Kiwi? Grün? Einfach Kiwi? Kiwi. Ich glaube, Kiwi-Fruit heißt es. Voll ausgeschrieben. Oh, Mango. Aber. Was ist dein Lieblingsobst, Ronja? Ich glaube, Ananas oder Mango. Eins von diesen tropischen Sachen. Okay, das ist eine Dragon Fruit, sage ich. Ich hoffe, die wird so übersetzt. Oh, du bist schon. Okay. Oh. Irgendwie so? Der ist so noch richtig Granatapfel. Ja, ja. Richtig komisch. Granite, glaube ich. Granite? Ja, cool. Granite. Bam. Und das ist eine Limone, oder? Ja, das ist eine Limone. Nice. Isst du die? Was? Oh, wir haben es geschafft. Hier, zack. Abzeichen verliehen. Wir sind gut. Haben wir jetzt irgendwas davon? Können wir uns jetzt hier im Bonus-Shop irgendwie was einkaufen? Nein, aber wir können in England Obst kaufen gehen. Was? Ja, wir haben doch gerade auf Englisch Obst. Ach so, ja. Gut. Das hätte mir klar sein können. Ja, gut. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr, wie gesagt, bei den anderen beiden gewusst hättet, was das für Sachen waren, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Dann fühle ich mich ein bisschen doof und wir sind alle froh. Ansonsten guckt bei Easy vorbei. Die macht auch Roblox-Videos. Und wir haben jetzt auch ein neues Minecraft-Projekt am Laufen. Da könnt ihr unbedingt vorbeigucken. Das ist nämlich sehr cool. Und, unbedingt, das ist mega das schön. Das ist mega gut geworden. Ja, okay, Rainbow. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Rainbow, genau. Genau. Ciao, ciao.